So, dann gucken wir mal auf das Wetter. Und weil ich ja mittlerweile blind bin, geht das nur noch hier mit meinem Monokel. So, das ist jetzt also ganz fresh. Augenblickchen. So, hier ist Skagerrak, da ist Skagen. Und wir sind ungefähr hier, da. Hier ist die Insel List. Und hier ist Lindesnes. So, das heißt, wir gucken uns jetzt mal den Bereich hier an. Und wir sehen momentan also Ost-Südost-Wind. Es pullert auch draußen, es ist kalt. So, und dann dreht der heute Nachmittag. Das ist also um 5 Uhr, geht der schön auf Nordwest. Das heißt, wir werden hier 4, 5 Uhr rausfahren und dann erstmal nur unter der Genua versuchen, hier so ein bisschen runterzukommen aus diesem Bereich raus, wo hier immer noch diese norwegische Kontinentalströmung mir entgegenläuft. Ja, das läuft. Ist auch echt okay mit dem Wind. Und dann fängt er an rückzudrehen. Ja, das heißt also, ja, morgen früh um 5 wird der dann irgendwann so weit rückgedreht sein, dass ich dann etwa vielleicht hier bin. Dann kann man das groß dazu nehmen und dann schön mit halbem Wind am Wind hier rüberziehen. Hier ist auch nochmal eine Schauerzelle, wo der Wind dann mal hochgeht auf 22 Knoten in Böen, aber alles echt okay. Und dann hier mit der atlantischen Strömung oder mit der dänischen Strömung, die dann Richtung Osten geht, hier rüber Richtung Skagen. Ja, und dann hoffe ich so nachmittags um 5 dann auch irgendwann da zu sein, weil dann ist das hier noch echt schön moderat. Weil danach, man sieht, kommt hier schon wieder ordentlich Wind reingezogen, nicht wahr? Aber auch alles nicht so dramatisch. Also selbst wenn ich mich verspäte, passt das eigentlich ganz gut. Am Donnerstag kommt dann richtig Wind hier wieder, 40 Knoten in Böen. Das wäre zwar super Wind, um jetzt hier irgendwie schön runterzufahren, aber ich weiß nicht, ob ich mir das an dem Donnerstag direkt wieder antue, da mit Böen 40 Knoten. Ich glaube eher nicht. Könnte höchstens abends oder in der Nacht losfahren und dann mit diesem Nordwestwind nochmal versuchen, hier runter Richtung Frederikstad, das ist hier, und hier irgendwo ist nochmal ein Hafen zu kommen, 40 Meilen, das wäre gut. Weil danach dreht der Wind auf Süd. Selbstverständlich auf Süd, nicht auf Nord. Und ja, moderat aus Süd könnte man auch gegenkreuzen. Schauen wir mal. Aber wie gesagt, bis dahin sind es sowieso noch ein paar Tage. Das ändert sich auch nochmal alles ein bisschen. Hauptsache ist, dass das jetzt irgendwie die nächsten 24, 30 Stunden so passiert und so kommt, wie es jetzt hier gemeldet ist. Und dann hätte ich echt ein gutes Fenster erwischt für Naskagen. Das hat mir echt in den letzten Tagen so ein bisschen graue Haare gemacht, ey. Immer Starkwind, stärker als gemeldet plötzlich. Und da kriegst du ja schon echt so ein bisschen die Krise, auch weil man ja so ein bisschen schon so einen Termin im Nacken hat. Wobei, das ist halt mit diesen Terminen auch immer relativ. Aber ich will jetzt auch irgendwie mal nach Hause kommen. Mir reicht's langsam dann doch, ehrlich, muss ich sagen. War jetzt echt gut gewesen irgendwie. Die letzten paar hundert Meilen ist jetzt echt Strecke machen angesagt gewesen. Und das wird jetzt auch so bleiben. Ja, aber ich bin zufrieden. Es soll natürlich ein bisschen regnen die ganze Zeit. Mehr oder weniger in der Nacht wird es mal ein bisschen aufhören. Was gut ist, dann ist auch die Sicht ein bisschen besser. Aber ich werde hier im Regen rausfahren und auch die ersten paar Stunden Regen haben. Und dann morgen auch wieder Regen. Aber egal. Da kann man sich die ganze Zeit auf den Heizlüfter in Skagen freuen. Ja, und in Skagen wartet ja dann das Paket auf mich. Bin schon ganz gespannt, was da drin ist. Wahrscheinlich ein Regenschirm vom Dieter. Ich hoffe, dass ich das auch finde, wo er das hingeschickt hat, weil Skagen, die haben ja echt einen monströsen Hafen da. Ja, so der Plan. Und in 4 Stunden geht's los. Nur ein bisschen ausruhen bis dahin. Vielleicht dann gleich ein bisschen einkaufen. Ja, und dann hoffe ich, dass ich heute noch ein bisschen pennen kann. Und alles klar, bis später.